Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. Und in der letzten Episode waren wir ja sehr erfolgreich. Wir sind zwar nicht lebend entkommen, aber wir konnten den Fortschritt im Erfolg verwundeter Heiler ein wenig vorantreiben. Das will ich nun weiterführen. Ob ich das in diesem Video abschließen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, 8 fehlen mir noch, also 42 von 50 Heilungsbalken, nenne ich sie jetzt mal, habe ich schon im verletzten Status geheilt. Und mal wieder nehme ich meinen, ich nenne ihn mal, Suiziden-Perk-Bild rein. Ich nehme wieder die Werkzeugkiste mit, die für einen Generator reicht, die moderat die Reparaturgeschwindigkeit erhöht, allerdings auch leicht die Erfolgszone des Fähigkeitschecks verringert. Die Verringerung des Fähigkeitschecks, das hebe ich mit der Klemmzange wieder auf, denn diese erhöht leicht die Erfolgszone im Bereich der Reparatur. Schicke uns wieder in den Sumpf der leckeren Gerichte durch Großmutters Kochbuch. Yam, yam, yam. Meine Großmutter ist, glaube ich, die Hexe aus Hänsel und Gretel. Aber egal. Autodidakt als ersten Perk dabei. Das heißt, jedes Mal, wenn ich andere heile ohne ein Medipack, wenn dann Fähigkeitenchecks anfallen, dann verursachen die ersten Fähigkeitschecks erstmal eine Fortschrittsstrafe. Das heißt, der Gesundheitsbalken wird wieder zurückgehen. Aber mit jedem erfolgreichen Check sammeln wir ein Zeichen. Und jedes Zeichen gibt uns einen Fortschrittsbonus von 15% für jeden erfolgreichen Fähigkeitencheck. Das heißt, schon ab dem dritten Zeichen haben wir zusätzlichen Fortschritt. Ab dem zweiten Zeichen, Entschuldigung. Und können, wenn wir 5 Zeichen darauf sammeln, sogar mit einem gelungenen Fähigkeitencheck direkt einen halben Gesundheitsbalken heilen. Was natürlich sehr effizient ist, aber erst einmal ist, also in den ersten beiden Fähigkeitsstufen oder in den ersten beiden Zeichen, ist er eher kontraproduktiv. Das hebe ich aber auf durch den zweiten Perk Botanisches Wissen, denn dieser erhöht die Heilungsgeschwindigkeit um 33%. Würde auch die Effizienz von Heilungsgegenständen erhöhen, aber wenn ich diese nutze, würde ich nicht auf Autodidakt sammeln. Als dritten Perk spiele ich das Einfühlungsvermögen, sodass ich auch die Verletzten sehen kann, denn dieser Perk gewährt mir die Fähigkeit, verletzte Überlebende im Umkreis von 128 Metern zu sehen. Und auch Sterbende steht hier. Nun fragt ihr euch, Sterbende sieht man doch eh immer. Nein, wenn der Killer K.O. ausgerüstet hat, dann sieht man die nur in einem gewissen Radius. Im schlechtesten Fall muss man bis zu 16 Meter ran, damit man die Aura des sterbenden Überlebenden sieht. Dieser Perk hebt aber K.O. wieder auf, da wir diese auch sehen können. Als letzten Perk der Suizide-Perk kein Gejammer, denn ich werde in dieser Runde verletzt spielen und werde mich auch nicht heilen können. Kein Gejammer lässt uns verletzt starten und wir bleiben kaputt. Dadurch haben wir aber den Vorteil, dass wir keine Blutpfützen hinterlassen. Das heißt, wenn wir verfolgt werden sollten vom Killer oder er unsere Spuren versucht zu verfolgen, dann kann er dies nicht anhand der Blutspur machen, denn wir verlieren kein Blut. Außerdem sind unsere Schmerzenslaute um 50% verringert. Wir haben noch die letzte Fähigkeit, die eigentlich nie oder so gut wie nie zu tragen kommt, nämlich, dass wir uns aus dem Todesstatus komplett erholen können oder in dem verletzten Status wieder erholen können. Aber Killer sehen ja, dass wir mit kein Gejammer starten und ja, das geht dann meistens in die Hose. Die wissen, dass wir uns wieder aufrappeln können und werden uns nicht liegen lassen. Gut, dann hoffe ich mal, dass die nächsten Runden wieder so angenehm werden wie die letzte. Das wäre mal schön. Und versuche mein Glück, den Erfolg weiter voranzutreiben. Mal schauen, ob wir in dieser Runde weiter daran arbeiten können. Wie schon im letzten Video erwähnt, kontraproduktiv wäre es natürlich, wenn wir die Seuche als Gegenspieler hätten, denn dort kommt man doch eher selten zu Heilungsaktionen.
denn die Seuche, die infiziert die Überlebenden ja meistens so stark, dass sie sich nicht mehr selber oder heilen können oder von anderen geheilt werden können und sind dann an diese Vorrat-Hingabe-Brunnen angewiesen, um ihre Infektion loszuwerden und werden zeitgleich auch geheilt. So hoffe ich mal, dass wir nicht die Seuche haben. Auf der anderen Seite, bei der Seuche, wenn wir gegen sie spielen, kann es mir eigentlich egal sein, wenn ich infiziert bin, dann muss ich ihr nicht die Stärke geben, indem ich einen Brunnen nutze, weil kaputt bin ich ja sowieso, wie wir hier schon sehen. Und, das ist natürlich dann eine blöde Sache. Wir folgen mal der Claudette in Grün mit ihrem lustigen Mützchen und hoffe... Oh, wir haben den Geist. Der Geist ist doch schon mal eine gute Sache. Oh, da hinten ist schon jemand verletzt. Da wollen wir natürlich hin. Wobei ein Geist gerne auch mal campt. Oh, er hat kein Geflüster. Ich hoffe, er hat uns jetzt nicht gesehen. Naja, da kam er dazwischen. Die gefällt mir, die macht das schön vorsichtig. Machen wir mal schnell den Generator weiter. Gehen auch an diesen hier mit ran. Ich muss mal ganz kurz in den Schrank, damit er uns nicht sieht. Obwohl, so ein Quatsch.
Weiter heilen, weiter heilen. Mich brauchst du nicht heilen. Ich kann mich hochrappeln. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, wir hängen erst zum zweiten Mal, ne? Ja. Die andere wird uns nicht helfen kommen. Oder doch? Wird sie es versuchen? Matt Damon kommt uns helfen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Näher wieder gejagt. Nicht in den Keller näher. Brauchst du nicht.
Ah, da rannte er doch gerade. Oh, hier ist auch noch die Luke. Hier ist auch noch die Luke. Ist beim Schiff. Okay. Ah, da ist die Luke. Schade, schade. Schade, schade. Kleiner Geist. Hätte ja, hätte ja, hätte ja. Aber ich gehe ja eh mit der Einstellung rein, dass ich die Runde nicht überleben werde und versuche nur die Erfolge abzuarbeiten. Die zweite Runde starten wir mit Claudette Morel, Nea Karlsson mit Taschenlampe, Kate Denson mit Medipack und ich spiele Feng Min, habe aber dieselbe Perk-Zusammenstellung, habe auch hier die verschlissene Werkzeugkiste mit der Klemmzange dabei. Nur als Opfergabe, deswegen habe ich auch gewechselt, habe ich bei ihr noch ein paar Bonuspunkte für selbstlose Taten, zwar nur 50%, aber was sagt uns das? Asiatische Heilkunst ist halt mehr wert. Vier Balken im Gesundheitsstatus fehlen uns jetzt noch, um den Erfolg abzuschließen. Vielleicht gelingt uns das ja in dieser Runde. Ich hoffe es, sofern wir nicht wieder die Seuche am Start haben. Und wir starten in den fauligen Feldern. Mit dem Hillbilly. Also unvorteilhafter geht's ja jetzt wohl nicht mehr. Er lässt uns tatsächlich liegen. Komm, Taschenlampen. Ah, fuck. Hätte ja schaffen, klappen können. Da hinten jagen sie sich. Das heißt, ich kann rennen.
Hat er Ruin drin? Nee, Ruin ist gar nicht mehr so ein... wichtiger Bestandteil, habe ich so langsam das Gefühl. Für viele Killer. Aber Barbecue und Chili ist es auch nicht. So. Autodidakt, erstes Zeichen drauf. Zweites Zeichen drauf. Jetzt geht's schneller, sehr gut. Danke. Nicht so schnell, Kate, nicht so schnell. Er ist sehr auf die Kate eingeschossen. Er jagt auch gerne lange. Nee, nee, nee. Autodidakt ist hoch. Wenn denn noch ein Fähigkeitscheck käme. Tut aber nicht.
Kate. Kate. Na, dann eben nicht. Dann eben nicht, Kate. Kommen Sie darunter. Jetzt sich Don Quixote in einem Schrank versteckt. Wie kann man nur so blöd sein? Und lockt sich dann aus. Ach ja, ach ja. Sich hier das Gebäude, das bringt nichts. Ja, natürlich werde ich zuerst aufgehoben. Ich könnte mich ja wieder hochheilen. Okay, macht Sinn. Ich hatte gehofft, dass er es ignoriert, aber das tun die wenigsten. Das tun die wenigsten. Aber punktetechnisch, okay, hilft's in der Selbstlosigkeit 50% mehr. Da haben wir ja doch das ein oder andere gerade unternommen. Schauen wir mal. Sogar in der Zielkategorie haben wir gut gesammelt. Selbstlosigkeit sogar 6000. Das hat also gut was gebracht. Wir haben keinen Pip verloren. Kriegen noch ein paar Erfahrungspunkte für unser Spielerlevel. Dann schauen wir mal hier. 13.000. Okay, okay. Eine Runde werde ich dann wohl noch reingehen müssen. Vielleicht schaffen wir ja in der nächsten und letzten Runde für diese Aufnahme ja dann doch den Erfolg. Hoffen wir mal, dass dies die letzte Runde ist, denn uns fehlen nur noch zwei Gesundheitsbalken, die wir jetzt heilen müssen im verletzten Status. Und wir starten mit einer anderen Fangmin mit Medipack, einem Jeff Johansson mit Karte und einer Jane Romero mit Medipack. Legt die Medipacks weg, ich will euch heilen. Ja, die letzten beiden Runden, die habe ich jetzt mal nicht mit in das Video aufgenommen. Das Video wird schon so sehr lang. Da haben wir keinen Erfolg geschafft. Wir hatten zweimal tatsächlich tunnelnde Killer. Einmal ein Gespenst, auf Rang 3 übrigens. Und mit Memento Mori.
und hatte mich dann getunnelt, hat sich aber zumindest den Anstand genommen, mich ein zweites Mal festzuhaken, bevor sie sich dazu entscheidet, das Mori zu nutzen. Ja, und als sie mich getötet hat, fehlte eigentlich nur noch ein Generator und die anderen waren noch alle am Leben. Da frage ich mich, wie kann so ein Killer, der so dumm spielt, Rang 3 sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ich habe mir das Spiel auch nicht mit Sende geguckt. Wahrscheinlich wieder so einer, der nachher mit niemandem drin dem Tod seine Quote erhöht. Vielleicht die letzte Runde mit Feng Min und dieser Zusammenstellung. Oh, wir haben Hillbilly. Hat er da hinten schon jemanden entdeckt oder rennt er noch die Generatoren ab? Nein, er hat schon jemanden entdeckt. Kommen Sie da runter, schöne Schwester. Damit fehlt nur noch ein Gesundheitsbalken. Sehr, sehr schön. Ah, das könnte zu knapp gewesen sein. Es war zu knapp. Danke. Bisschen Reparaturen, gerade ist ja niemand verletzt. Ah, hier sollten wir weggehen. Ich will auf jeden Fall die Palette versuchen zu erwischen. Shit. Jetzt hat er uns gesehen, 100 Pro. Ja, letzter Gesundheitsbalken kommen. Jetzt aber, der Erfolg ist nah, der Erfolg ist nah. Verwundeter Heiler. Der Weg ist weit und beschwerlich. Owen schaltet so lange aus.
Love me, Legion. Weiterkämpfen. Oh, hier haben wir das verfluchte Totem. Sehr, sehr schön. Wieso entscheidet er sich denn jetzt dazu, mich liegen zu lassen? Mein dummer kleiner Freund. Tja, manchmal funktionieren Schränke auch ganz gut. Okay, wir haben auf jeden Fall den Erfolg freigeschaltet. Somit haben wir wieder alle Erfolge im Spiel. Ja, mir doch egal. Danke, Feng. Auch wir schaffen das. Ja, genau. Haben wir noch mal eine Killerbetäubung rausgeholt. Immerhin, immerhin. Der Erfolg wurde allerdings abgeschlossen.
Wir haben, glaube ich, in dieser Runde jetzt auch wieder gut. Ja, gut, weiß ich nicht. Aber wir haben das auf Loot und Zootem gemacht. Wir haben schon Generatorenarbeit geleistet. Aber nicht so viel, glaube ich, ne? Schauen wir uns einfach mal die Punkteverteilung an. Wir sind jetzt über eine halbe Million an Blutpunkten. Nee, Generatoren waren nicht so viel, aber Selbstlosigkeit, und das wird ja nochmal mit 50% extra berechnet. Haben keinen Pip verloren. Im Spielerlevel steigen wir nicht weiter auf, sammeln nur ein paar Erfahrungspunkte. Und ja, haben trotzdem vom Team die meisten Punkte gesammelt. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mal schauen, um was es dann in meinen Videos geht. Denn jetzt habe ich ja den letzten fehlenden Erfolg bei Dead by Daylight mit dieser Runde abgeschlossen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Euer Rönne.